Hallo und willkommen zu einem OMSI 2 Spezial-Let's Play. Und zwar zeige ich euch heute die Map Büren. Das ist meine Eigenbau-Map, wie ihr vielleicht wisst. Funktioniert der Fahrplan nicht? Ich habe keine Ahnung warum. Ich kann ja wirklich mal einstellen. Ich weiß ja, wann ungefähr der Bus fährt. 11 Uhr. Um 13 nach müsste eigentlich der Bus fahren. Schauen wir. 11 Uhr 13. Ich stelle jetzt mal genau auf 11 Uhr 13. Bup, 11 Uhr 13. 9:95. Kein Fahrplan. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch schon ein Problem wieder darüber gemacht. Dieses Video ist zum Baustand des 28.03. Das heißt, die Map. Ich zeige euch jetzt nicht den aktuellsten Baustand der Map. Das liegt daran, dass ein bisschen des Bauabschnittes noch ein bisschen geheim ist. Und den möchte ich auch noch geheim halten. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich zeige euch jetzt die Map soweit, wie ich sie gebaut habe schon. Also des Baustandes, den ich euch heute zeigen möchte. Gut, Mitte stimmt. Super. Bus habe ich heute mal nicht voraufgerüstet. Ganz einfach. Hilfsweile gibt es übrigens auch schon. Die habe ich schon gesetzt. Jupp. Habe ich. Manfred. Hier, die Bäume werde ich noch ein bisschen anders setzen. Definitiv. Die stehen mir ein bisschen zu tief inzwischen drin. Ja, da ist die Karte zu Ende da hinten. Weiter habe ich noch nicht gebaut, deswegen zeige ich euch auch noch nicht die komplette Karte. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich euch auch noch nicht die ganze Karte zeigen möchte. Wie gesagt, Fahrgäste werden nicht einsteigen, weil es halt einfach keinen Fahrplan gibt. Können wir mal die Tür aufmachen. Steigt natürlich keiner ein. Das ist übrigens mein Repaint, der NWL. Weil exklusiv Repaint, das werde ich auch mit der Map veröffentlichen. Wenn ihr wollt, also ihr könnt Kommentare schreiben oder auf projekt.ladback.de, da gibt es ein Vorstellungsforum, da habe ich die Map schon vorgestellt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu der Map schreiben. Die Hilfsfeile muss ich noch ein bisschen anders setzen. Hier sieht man den Hilfsfeil kaum, aber da ich die Karte ja gebaut habe, weiß ich natürlich, wo er lang muss. Wie gesagt, Fahrgäste werden nicht einsteigen, weil es halt einfach kein Fahrplan gibt. Es gibt schon einen, er funktioniert noch nicht. Ich weiß nicht warum. Da hänge ich noch ein bisschen dran im Moment. Laternen gibt es hier schon. Die stehen aber noch nicht überall. Also, ich sehe schon mal, dass die noch nicht überall stehen. Die Haltestellenansagen, darauf komme ich jetzt auch mal zu sprechen. Entweder mache ich die und ich schreibe jemanden an, den ihr auch kennt. Nächste Haltestelle, Wiesenweg. Das könnt ihr entscheiden, ob ich sie machen soll oder ob ich sie abgeben soll an jemanden. Auch er ist auch Let's Player. So viel verrate ich mehr nicht. Ja, will ich auch nicht verraten. Ihr könnt ja mal drum rätseln, wer sein könnte, wenn ich die Ansagen abgebe. Ihr könnt natürlich auch sagen, dass ich sie machen soll. Weil ich kenne die Map ja in- und aus, wenn ich sie baue. Nächste Haltestelle, Altbüren. Ja, hier der Gehweg liegt ein bisschen falsch. Wird auch noch behoben. Hier, die Bäume sind auch ein bisschen zu tief drin. Das wird auch noch behoben. Wie gesagt, das ist auch nicht der aktuellste Baustand. Das ist der Baustand, ist auch nicht der 28.03., sondern ich glaube, das ist der Baustand von 20.03. Ja, ist schon ein bisschen älterer Baustand. Das liegt einfach daran, dass ich die Map noch nicht ganz konvertiert habe. Hier seht ihr, da fehlt noch Straße, das kommt alles noch. Hier die Ampel habe ich auch selber gesetzt, da saß ich eine ganze Stunde dran, bis die mal stand. Das ist ein gutes Stück, die Ampel. Ja, sie funktioniert nicht so ganz, wie ich will. Aber ich habe schon eine zweite und dritte Ampel gebaut. So viel verrate ich. Was ist eigentlich hier der Hilfsfall? Ich habe das alles schon eigentlich gesetzt.
Aber ich weiß ja, wo wir langfahren müssen. Ich weiß aber nicht, an der Haltestelle, wo ich die Webseite baue. Nächste Haltestelle. Moserstraße oder Mörserstraße, besser gesagt. Hier, das Haus kommt noch weg. Übrigens, was ihr gerade gesehen habt, das kommt noch weg. Definitiv. Hier habe ich schon mal ein bisschen angefangen mit Dekorieren, womit ich aber, wie ihr seht, noch nicht allzu weit gekommen bin. Oh, da ist noch eine Lücke. Die muss ich verschließen. Sehe ich jetzt auch. Das hilft mir auch, dieses Spezial-Display hier, um mal zu sehen, wo hier noch Fehler sind. Vor allen Dingen an der Hofdatei ist doch definitiv irgendwo ein Fehler. Die funktioniert nämlich nicht so gut. Nächste Haltestelle am Hang. Das wäre jetzt eigentlich. Und den Ding Altbüren. Nein, stimmt nicht. Mörserstraße stimmt auch nicht. Am Hang. Ja, wie gesagt, Fahrgäste werden hier nicht einsteigen, weil der Fahrplan einfach nicht funktioniert. Hier die Häuser werden doch anders gestellt. Das habe ich mir auch schon aufgeschrieben. Das nächste Haltestelle, Rathaus. Büren. Hier kommt auch noch ein Rathaus hin, es steht nämlich noch keins. Wo die Haltestelle so heißt, steht hier noch kein Rathaus. Das ist auch sehr genial. Hier, das ist ein Sportplatz, den sieht man jetzt nicht so gut aus der Perspektive. Wie sieht man ihn ja so besser? So sieht man auch mein Repaint. Und NWL. Das Kennzeichen habe ich übrigens irgendwann selber eingegeben. Wenn ihr das mal sehen wollt. Paderborn VG256. Ich weiß nicht, ob das real ist. Auf jeden Fall Paderborn. PB steht für Paderborn, weil Büren halt im Kreis Paderborn liegt. Halt in der Realität. Das hier ist keine reelle Karte. Ich kann keine reellen Karten bauen, das ist viel zu schwierig. Deswegen habe ich eine fiktive Karte hier gebaut. Nächste Haltestelle, Marktplatz. Halt. Wie gesagt, das hier ist eine spezielle Display. Ich zeig die. Hier muss noch Dates dekoriert werden. Übrigens. Ja. Hier das Haus steht ganz okay, würde ich sagen. Ja, die Hilfsweise. Ja, die muss ich noch besser setzen. Nächste Haltestelle. Vossstraße. Nächste Haltestelle am Igel. Hier habe ich zweimal Haltestelle Schilder gesetzt. Ich setze eigentlich immer nur einmal. Nächste Haltestelle, Grenze Büren. Hier ist übrigens die erste Haltestelle mit Haltebuch. Davon habe ich nicht so viele gebaut. Aber jetzt die Linie 647, die ich auch irgendwann mal zeigen werde. Da habe ich mehr Haltestellenbuchten verbaut. Stelle, dass ich jetzt nicht lügen, langes Feld. Ja, wir kommen jetzt aus der Stadt raus. Hier muss noch dekoriert werden. Auf jeden Fall. Das mache ich aber erst ganz zum Schluss. Nächste Haltestelle. Gut, Neuhof. Da ist die Karte übrigens wieder zu Ende. Also ich habe jetzt nur so viel gebaut, wie auch nötig ist, um die ganze Linie. Die ganze Linie ist übrigens schon befahrbar, aber die Map ist halt noch nicht so weit fertig, dass ich euch die Linie komplett zeigen könnte. Ich werde es auch nicht tun. Hier soll die Linie komplett fahren. Ich werde euch nochmal die 647 zeigen, wenn sie fertig ist. Nächste Haltestelle, Postental Schule. Ich werde euch auch die 647 zeigen, wenn sie fertig ist, aber auch nicht komplett. Da werde ich nur ein Teilstück zeigen. Ich werde allgemein von der Karte nicht alles zeigen, weil ihr sollt sie selber befahren. Hier werden noch mehr Bäume kommen. Man sieht hier noch Lücken. Ist auch ganz gut. Nächste Haltestelle. Dorf Weine. Das gibt es übrigens wirklich. Die Städtenamen sind nicht erfunden. Das muss ich auch sagen. Städtenamen sind nicht erfunden. Das muss ich wirklich jetzt mal betonen. Ich habe sie nicht erfunden. Die gibt es wirklich. Auch wenn ich Rüden falsch geschrieben habe, es gibt's wirklich. Nächste Haltestelle, Kirche Weine. Weine Kirche. Ich weiß jetzt nicht, wie er Weine Kirche. Klingt komisch. So, jetzt wird's sehr ländlich. Weil wir kommen jetzt aus Weine hier.
hier raus. Hier habe ich auch schon ein bisschen mit Dekorieren angefangen. Aber noch nicht so wirklich. Kommt alles noch. 195 fährt gerade aus. Die 647 würde hier übrigens, kann es euch gleich mal zeigen, weil weiter als die nächste Haltestelle fahren wir nicht. Weil weiter gebaut habe ich zwar schon, aber nicht jetzt in dieser Version, die ich hier präsentiere. Sonst wäre dann schon ein Hilfsfall gewesen für die 647, die jetzt auch offiziell kommen wird. Es wird in der V1, also in der Version 1, zwei Linien geben. Aber die hier, die wir jetzt fahren, bis am Leben, hier ist nämlich für uns jetzt Ende. Weiter werde ich euch die Karte nicht zeigen. Mit unserem Bus der NWL, des NWL Repaints. Ah, das war der falsche Knopf. Ja. Wenn ihr mehr sehen wollt von der Map, müsst ihr euch sie downloaden, wenn sie released worden ist. Mehr werde ich nicht zeigen bis am Leben. Hier ist Ende für uns. Weiter fahre ich nicht. Hier. So, Ende. Alle aussteigen. Auch wenn keiner mitgefahren ist. Obwohl, ich hätte es gerne gehabt, wenn jemand mitgefahren ist. Hier. Ich kann euch das jetzt hoffentlich mal zeigen. Hier wird die 647 lang fahren. Wird hier gerade aushalten, die wird das abkürzen. Ich würde sagen, ich hoffe, euch gefällt die Map so, wie sie im Moment ist. Hier wird noch dekoriert, hier kommt noch was hin. Keine Angst, deswegen fahre ich auch noch nicht weiter, weil ich einfach weiter in diesen Bauabschnitt noch nicht gekommen bin. Und würde mich bedanken, wenn ihr einen Kommentar zu der Map schreiben würdet. Bis dahin würde ich sagen, tschüss!